Willkommen zurück in der virtuellen Realität. Mein Name ist Thomas und ihr schaut voodoo.de VR. Das gibt jetzt mal einen neuen Versuch für ein neues Format. Und zwar, einige Leute haben ja gefragt, ja, kannst du mal ein bisschen mehr auf die Community-Beiträge eingehen und so. Und da habe ich mir gedacht, das kann ich mal machen, das können wir mal als kleinen Test starten. Und zwar werde ich versuchen, so ist der Plan zumindest, in einer gewissen Regelmäßigkeit, wie oft das ist, weiß ich noch nicht, die besten Kommentare der jeweils letzten Episode oder Periode, sagen wir mal 2 Wochen oder 4 Wochen, die besten Kommentare von euch, von der Community auf YouTube vorzulesen und meine Kommentare dann wirklich abzugeben. Ne, das kann eure Meinung zu einer bestimmten VR-Brille sein, zu einem bestimmten Spiel, ein lustiger Kommentar, ein beleidigender Kommentar oder weiß der Geier oder eine Kritik oder alles Mögliche. Ich werde also auf die interessantesten Kommentare von euch, von der Community eingehen in diesen Videos. Und ihr seht den Kommentar auch jedes Mal dann da und könnt quasi da auch dann sehen, was ich vorlese. Das Gute daran ist, dass ihr das auch quasi mithören könnt. Ne? Also ihr müsst das nicht unbedingt gucken, weil ich jeden Kommentar und auch denjenigen, der den Kommentar abgegeben hat, vorlese. Ne? Das heißt, ihr könnt zum Beispiel auch das im Auto nebenbei hören, ohne dahin gucken zu müssen, als quasi als Podcast, als Radio. Das funktioniert auch. Das ist das Gute an der Sache. Ich hoffe, das gefällt euch. Bitte am Ende vom Video oder zwischendurch schreibt bitte mal in die Kommentare, was ihr davon haltet, ob ihr das cool findet und wie oft ihr das sehen wollt. Bei mir gibt es alles zum Thema VR und AR. Danke an meine Sponsoren Woodghost VR, Opermann Events, Peter Wasmeyer, Andy DeFelzer, VR Ambassador, The Virtual Escape und Adams Group. Viel Spaß mit dem Video und los geht's! Voodoo.de. So Leute, und da sind wir. Und ja, das geht halt wirklich von dem letzten Monat, wirklich ab dem ersten quasi, die ganzen Videos habe ich mir angeschaut und habe interessante Kommentare und Meinungen rausgesucht. Und das geht jetzt nach der Reihe quasi. Und ich habe jetzt extra nur den Kommentar immer eingeblendet, damit auch wirklich der Fokus auf den Kommentar und nicht auf das Video oder sonst irgendwas liegt. Ja, das finde ich ganz wichtig, dass auch wirklich die Community hier im Vordergrund steht und sonst nichts. Ne, und wir testen halt mal, ob das gut ankommt, ob ihr das geil findet oder halt eben nicht. So, die Ehre hat Aztenari. Ich entschuldige mich jetzt schon dafür, wenn ich diese ganzen Namen nicht richtig ausspreche. Da sind ja teilweise sehr interessante Sachen dabei. Also wirklich tut mir leid. Der Aztenari ist der erste Kommentar. Er hat bei dem Tarzan-Video geschrieben. Ich dachte immer, wenn Tarzan schreit, kommen alle Tiere und helfen. Sorry, ist nicht meine Welt. Das letzte Spiel, was du vorgestellt hast, Mystical Mayhem, gefällt mir sehr gut. Vor allem mit den zusätzlichen Vive-Tracker macht es Riesenspaß. Nur weiter so mit dem Kanal, echt super. Viel Reisen, Messen und Vorstellen, dass du da noch Zeit hast, die ganzen Videos zu machen. Hut ab. Ich bin dir sehr dankbar, dass du mir und anderen Menschen VR so toll näher bringst. Erstmal vielen Dank für den lieben Kommentar. Ich sehe das genauso. Tarzan war auch nicht so mein Spiel, muss ich ehrlich sagen. Mystical Mayhem dagegen war cool, also mit den Vive-Trackern, das kann ich bestätigen. Ja, Reisen tue ich eigentlich gar nicht mehr, muss ich sagen. Das hat sich ja im Moment stark erledigt. Ich freue mich natürlich auch wieder, wenn ich wieder unterwegs sein kann, wenn ich zum Beispiel euch Arcades zeigen kann oder wieder auf Events bin und so. Und ja, ich liebe es, den Leuten VR nahezubringen. Das ist ja wirklich mein ultimatives Ziel. Ihr wisst ja, ich mache das alles aus Hobby. Ich bin davon nicht abhängig. Ich habe einen ganz normalen Vollzeitjob. Wenn ich irgendwann keinen Bock mehr auf YouTube habe, dann höre ich halt gerade einfach auf. Das könnte ich von jetzt auf gleich machen. Aber bis jetzt macht mir das richtig Spaß und ich liebe es, euch VR nahezubringen. So sieht's aus. Der nächste Kommentar kommt von der Gaming Lady Nikki. Die hat auch zu Tarzan geschrieben: Ich liebe dieses wunderschöne Spiel. Ich bin total beeindruckt von der genialen Comic-Grafik und das Schwingen an den Lianen macht totalen Spaß. Ich habe den ersten Teil schon durchgezockt. Und da seht ihr mal, wie unterschiedlich die Meinungen sein können, halt zu solchen Spielen. Ne? Und deswegen ist es halt auch immer wichtig, dass ihr das genau schaut und euch einen eigenen Eindruck davon auch macht. Ne? Der Niki gefällt das Spiel jetzt zum Beispiel. Und mir halt zum Beispiel gar nicht. Ne? Also ich kann weder mit der Comic-Grafik was anfangen, noch mit diesen Schwingen an den Lianen. Aber
dafür gibt es ja 1000 verschiedene oder noch mehr verschiedene VR-Spiele, dass wir halt genau hier diesen Unterschied sehen. So, Gloomy Eyes, das ist ein Spiel quasi, wo so eine interaktive Geschichte. Und der Andy9N hat geschrieben, gestern meine neue Valve Index ausgepackt, war gleich eine der beiden Base Station Basisstation defekt, Jackpot. Das hat ja zumal erstmal mit dem Video gar nichts zu tun, was ich aber auch eigentlich mal ganz cool finde. Also ihr müsst wirklich nicht unbedingt einen Kommentar zu dem Video an sich schreiben, sondern ihr könnt natürlich auch alles Mögliche schreiben. Hier, der Andy hat ein bisschen seinen Frust ausgelassen. Andy, du kannst aber wirklich auf den Steam Support zählen, der tauscht dir das wirklich gut aus. Also ich habe extra ein Video dazu gemacht. Ich bin sehr beeindruckt von dem Steam-Support. Jetzt kommt das Thema schlechthin aus dem Dezember, und zwar die Reverb G2. Das hat mich so frustriert, dass ich eigentlich dieses Ding gar nicht mehr sehen will, weil es hat so viel Shitstorm verursacht. Aber es hat halt nur mal zum Dezember dazugehört und deswegen will ich natürlich das Thema jetzt wirklich zum letzten Mal auch aufgreifen. Der Nocturne VR hat geschrieben, ich finde es so schade, die G2 verkommt zu einer 50-50 Brille. Zu viele Nachteile, zu viele Einflüsse von außen, die Einfluss auf eure Erfahrung haben können. Will gar nicht wissen, wie viele bei eBay landen bzw. zurückgeschickt werden. Mein Rat, probiert es aus, ist zwar blöd für die Einzelhändler, aber vielleicht kapieren es dann die Entwickler bei genügend Rückläufern, dass WMR keine Zukunft hat. Also erstmal, keine VR-Brille ist natürlich perfekt, keine einzige, auch nicht meine Lieblingsbrillen, die im Moment sind, die Index, die Pimax 8KX und die Quest 2, auch die sind nicht perfekt, die G2 auch nicht. Und ja, aber er hat schon recht, ne? Also ihr müsst wirklich versuchen, das Ding letztendlich selber zu testen, weil VR ist immer sehr individuell. Ja, also das hängt vom Kopf ab, von den Augen, von allem Möglichen. Der Andreas O. hat geschrieben, letztendlich hat Voodoo fast alle VR-Brillen. Also Leute, er wird schon wissen, wovon er redet. Der Mann hat Ahnung von dem, was er testet. Vielen Dank erstmal für den lieben Kommentar und ich denke auch, ja. Also ich habe jetzt wirklich, ihr seht ja mein Regal in meinem Vorspann und das Regal ist schon brechend voll. Hier liegen überall noch andere VR-Brillen rum. Eigentlich brauche ich schon zwei Regale. Also ja, ich habe so gut wie alle VR-Brillen und da ich das wirklich seit 2016 mache, oder ehrlich gesagt habe ich schon 1995 angefangen mit der Forte VF X1, da habe ich schon VR gemacht. Ich denke schon, dass ich weiß, von was ich hier rede. Ja, ich habe so viele verschiedene Erfahrungen. Ich habe mit so vielen Leuten gesprochen. Ich habe Kontakt mit so vielen Entwicklern und alles Mögliche. Ich habe auch schon da mitgearbeitet, eine VR-Brille auf den Markt zu bringen. Ich denke schon, ich weiß, wovon ich rede. Der Topaz, der schreibt, also die meisten YouTuber beschreiben das so wie Voodoo. Ich weiß gar nicht, was ihr euch aufregt. Zum Beispiel Cass und Cherry haben die Brille einen Monat getestet. Bestes Display, kleines Field of View, kleiner als die meisten Brillen, schlechtes Tracking der Controller. Das ist tatsächlich genau das, was ich auch getestet hatte. Wobei man da natürlich immer, wie gesagt, das ist sehr individuell, ne? Also manche Leute haben zum Beispiel einen ganz furchtbaren Sweet Spot bei der Brille, den habe ich jetzt nicht. Dafür haben einige Leute ein durchaus brauchbares Field of View. Das habe ich zum Beispiel dann nicht. Naja, wie gesagt, versucht möglichst, wenn es irgendwie geht, VR-Brillen selber zu testen. Ja. So, Niebot. Er schreibt, Entschuldigung, aber du bist die erste Person, die ich höre, die sich wegen dem Field of View beschwert. Und ich bin jeden Tag auf Reddit unterwegs und schaue die YouTube-Reviews. Finde ich ziemlich kurios, vor allem da 75% der Customer ihre Brillen schon haben. Das, naja, kann man so hinnehmen, aber lieber Niebot, wir werden gleich mal einige Beispiele sehen und du kannst auch mal zum Beispiel die Kommentare unter meinem HP Reverb G2 Review schauen. Da wirst du sehen, dass die meisten Leute mir recht geben. Ich würde sogar sagen, 80% der Leute geben mir recht und deswegen weiß ich nicht, woher du das nimmst, dass ich die erste Person bin, die sich über die G2 beschwert. Das ist leider so nicht richtig. Der Francesco Wüest schreibt, also ich habe auch ein Field of View von 78 Grad. Ich probiere mal den Mod, bin etwas enttäuscht.
das ist jetzt zum Beispiel das erste Beispiel. Also der Francesco, der hat genau auch 78 Grad horizontales Field of View, was kleiner ist als bei allen anderen VR-Brillen. Und mit dem Mod meint er dieses Face Inlay, was ich mit dem 3D-Drucker gedruckt habe. Das habt ihr sicherlich auf meinem Kanal schon gesehen. Das könnt ihr mit dem 3D-Drucker ausdrucken, dann ist euer Field of View einfach größer. Der Nocturne VR schreibt: Der niedrige Field of View geht definitiv klar. Von all den Brillen, die ich hatte, hat die G2 das kleinste. Ich weiß nicht, was er jetzt hiermit meint. Der niedrige FOV geht definitiv klar. Meint er, dass er da mit meiner Meinung einverstanden ist, oder meint er, dass das für ihn in Ordnung ist? Das habe ich jetzt nicht so verstanden. Von all den Brillen, die ich hatte, hat die G2 das kleinste. Das kann ich übrigens bestätigen. Auch von allen VR-Brillen, die ich hatte, hat die Happy Reverb G2 das kleinste Field of View. Also Sichtfeld meine ich damit, ne? Hätte damit leben können, wenn der Sweet Spot ebenfalls nicht so klein ausgefallen wäre. HP hat den Abstand vom Face Gasket zu den Linsen extra so hoch ausgewählt, um sich vor Garantiefällen bzw. generell Reklamationen zu schützen. Kollege hat es mit seiner Brille auch geschafft, eine Linse meiner PSVR zu zerkratzen. Na ja, gut, aber HP hätte ja auch einfach das genauso machen können wie bei der Valve Index oder der Vive, dass man einfach so einen Knopf hat, wo man die Fronteinheit einfach nach rausfahren kann, ne? Sodass man halt für Leute mit Brillen und für Leute ohne Brille, also das sehe ich nicht so als Argument. Der Manvedur Valinor hat geschrieben: Wie heißt dieses Testtool? Damit meint er dieses Tool, mit dem ich immer VR-Brillen teste. Das nennt sich TestHMD. Findet ihr auf testhmd.com. Yogita Bauer: Servus, lieber Voodoo. Zunächst einmal ein rohes Fest dir. Also mein Fest war eigentlich ziemlich happy. Also roh war das jetzt nicht, wir haben uns nicht geprügelt. Ich wünsche dir aber auch ein frohes Fest. Ich finde deine Videos wirklich cool. In dem Test zur G2 sagst du, sie sei zu 99% mit allen Steam-Inhalten kompatibel. Habe die Brille jetzt seit 2 Tagen. Leider komme ich bei The Walking Dead Sales and Sinners nicht über das Menü hinaus. Man soll hier Menüknöpfe drücken für die Höhenkalibrierung. Die Tasten scheinen nicht belegt zu sein. Habe bereits gegoogelt, aber nichts Gescheites gefunden. Irgendwie muss man wohl die Thumbstick-Einstellung ändern. Vielleicht kannst du einen Tipp geben. Aufgrund der Verkaufszahlen der G2 interessieren sich bestimmt bald viele für eine Problemlösung. Ganz genau. Und zwar gehst du einfach, wenn du die Brille anders, gehst in Steam, drückst in VR quasi den Steam-Menü-Knopf und da kannst du die Controller-Belegung ändern. Ja? Da kannst du, ich glaube, unten in der Menüleiste ist dann ein Knopf und da kannst du die Controller-Belegung ändern. Da kannst du zum Beispiel auf den Trigger, kannst du wirklich auch die Triggerfunktion legen, auf den Thumbstick kannst du die Bewegung legen. Also da kannst du wirklich alles individuell einstellen. Also das ist überhaupt kein Problem. Und ja, das stimmt. Also manche Spiele haben keine Tastenbelegung bei den Windows Mixed Reality Brillen allgemein. Und da muss man sich halt manuell konfigurieren. Der Kevin Young schreibt: Habe mir nun auch die Kommentare hier durchgelesen. Krass, wie viele dir auch zustimmen. Du hättest dir die ganzen anderen Beweisvideos sparen können. Sehr viele stimmen dir nun zu. Ja, genau das meinte ich halt wirklich. Die meisten, also erstmal gab es einen riesen Shitstorm bei mir auf dem Kanal, als ich gesagt habe, die HP Reverb G2 ist gar nicht so geil, wie der Hype eigentlich ausgesagt hat. Und da haben alle gesagt, wie, das kann ja nicht sein, der Voodoo erzählt hier Mumpitz irgendwie, dass die HP Reverb G2 gar nicht so geil ist. Aber dann bei den nachfolgenden Wochen haben dann doch die Leute mir zugestimmt und haben gesagt, das Ding ist gar nicht so geil, wie der Hype das aussagt. So ist es halt nun mal. Der X32i schreibt: Meine ist angekommen, bin sehr enttäuscht, Sweet Spot ist winzig klein, Tracking ist katastrophal, Field of View ist leider wie bei der allerersten Rift CV1. Display ist super scharf, Controller sitzen gut in der Hand, Gewicht ist schön. Das kann ich nicht in allen Teilen bestätigen. Also ich weiß, das Display ist scharf, da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Die Controller sitzen gut in der Hand, das kann ich nicht bestätigen. Ich finde die gar nicht schön, die Controller. Gewicht und Komfort finde ich gut. Field of View finde ich auch klein. Das Tracking als katastrophal zu bezeichnen, das finde ich schon ein bisschen heftig. Also das Tracking ist nicht gut, aber katastrophal würde ich es jetzt wirklich nicht nennen. Also man kann durchaus damit zocken, aber es hat halt Aussetzer.
Der Sweet Spot ist winzig klein, das kann ich auch nicht bestätigen. Also bei mir war der Sweet Spot der HP Reverb G2 gut. Da habe ich überhaupt kein Problem damit gehabt, aber da haben einige Leute ein Problem. Das ist halt immer ein bisschen schwierig. Fragtrick schreibt, größte Drecksbrille aller Zeiten, Fehler 7 bis 14 unlösbar, alles getan. Also das kann ich jetzt schon mal gar nicht bestätigen, das ist definitiv nicht die größte Drecksbrille aller Zeiten. Das hat, den Titel hat schon die Real Max Kian. du regst dich wahrscheinlich jetzt wegen dem Fehler auf, also die Brille ist keine Drecksbrille. Fehler 7 bis 14 bedeutet in den meisten Fällen, dass irgendwas mit dem USB nicht stimmt. Da versuch mal bitte einen aktiv mit Strom versorgten USB-Hub anzuschließen. Ja? Und dann versuch das nochmal. Das hilft in den meisten Fällen. Wir reden immer noch von der HP Reverb G2 übrigens. Der DZEFDET schreibt, Field of View und Sweet Spot sind sehr, sehr klein, sodass ich meine G2 wieder zurückgegeben habe. Verarbeitungsqualität fand ich jetzt auch nicht so dolle. Die Brille ist einfach Mist. Da brauchen wir uns nichts vormachen. Also die Kommentare sind teilweise noch viel krasser, als ich das Ding beschrieben habe. Ja? Also Field of View finde ich auch klein. Ja? Sweet Spot habe ich schon gesagt. Die Verarbeitungsqualität finde ich gar nicht so schlecht, ehrlich gesagt. Also das Ding fühlt sich leicht an, aber das bedeutet ja nicht, dass es billig ist, ja. Ich finde die Verarbeitungsqualität nicht schlecht von der G2. Der Nocturne VR schreibt, also ich bin mit der G2 nicht zufrieden, Controller und Tracking Murks, Sweet Spot und Field of View viel zu klein, Windows Mixed Reality Software einfach nur schlecht. Ständiges Switchen auf 3 Degrees of Freedom kann mich im Raum nicht bewegen. Das größte Problem mit WMR ist die subjektive Qualität, das bei Lighthouse und Oculus nicht so stark ausprägt. Ich hoffe, Valve bringt eine Index S mit höherer Auflösung. Ja, die Windows Mixed Reality Software finde ich auch schlecht. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Also die hat so ein Overhead an Performance-Verlust, das merke ich selber immer. Also das ist wirklich Käse. Ne, da würde ich mir wirklich wünschen, dass die irgendwie mal dieses Zeug einfach killen und einfach SteamVR. Ne? Aber naja, was soll's. Das Switchen auf 3 Degrees of Freedom habe ich auch manchmal, aber wenn du dann den Kopf so ein bisschen hin und her bewegst, hoch, runter, dann fängt er sich halt oft auch wieder. Der Christos Lau schreibt, das Field of View der G2 ist wirklich das Hauptproblem. Bei noch keinem anderen Headset konnte ich bisher sogar das Ende von oben und unten bzw. vertikal so klar sehen. Das Modden bringt gar nichts übrigens, dafür sind die Linsen auch nicht ausgelegt. Alles verschiebt sich. Habe Index, Reverb, G2, PSVR und Quest. Also das Field of View, genau, das sehe ich auch so. Aber ich finde schon, dass das Modden was bringt. Also dieses Ding, was ich mit dem 3D-Drucker ausgedruckt habe, das tut schon die Augen näher an den Linsen dran. Und dann, also als ich das benutzt habe, da war ich durchaus zufrieden, in Anführungszeichen, mit dem Field of View. Aber dass du da jetzt sagst, das bringt gar nichts, naja. Mr. Chaser 11. Nach den ganzen Kontroversen der letzten Tage muss ich mich auch mal dazu äußern. Ich habe die G2 vorgestern erhalten und gestern für eine halbe Stunde getestet. Direkt nach dem Aufsetzen habe ich keine Lust mehr auf die Klobrillenoptik gehabt. Klobrillenoptik. Meinst du Klorollenoptik, oder? Das Bild ist super scharf und das schärfste, das ich je unter VR gesehen habe. Nochmal ein Stück besser als die G1. Das war es aber dann auch mit den Vorteilen. Wer eine Index kennt oder andere Brille mit größerem Field of View, kann die G2 an sich nicht wirklich mögen. Die Klobrillenoptik macht sämtliche Immersion kaputt. Dass man seitens HP von einer Next-Gen-Brille spricht, kann man als haltlose Marketing-Gelaber abstempeln. Den letzten Satz kann ich so unterschreiben. Dass HP wirklich gesagt hat, das ist die Zukunft von VR, das ist ja wohl eine ganz fiese Lüge. Das stimmt nochmal überhaupt nicht. Das ist wohl wahr. Die G2 hat schon mehr Vorteile als nur das Display. Also ich finde zum Beispiel den Komfort auch sehr, sehr geil. Ne? Und der Sound ist auch super. Datenschutz schreibt, die HP Reverb G2 inklusive Lighthouse Hack ist definitiv besser als die Schrott Index, auch wenn du das nicht hören willst. ja, das will ich nicht hören, weil der Meinung bin ich überhaupt nicht. Klar, die,
wenn du diesen Lighthouse-Hack hast, hast du ein geiles Tracking, ja. Aber dann hast du immer noch das kleine Field of View und für viele Leute den schlechten Sweet Spot. Und wie wir wissen, hat die Index durchaus ein sehr, sehr geiles Field of View, ein sehr großes Field of View und auch einen guten Sweet Spot. Also die Index als Schrott zu bezeichnen, sehe ich nicht so, genauso wenig wie die HP Reverb G2 als Schrott zu bezeichnen. Schrott ist wirklich zum Beispiel die RealMax Keyen. Der Need More Brain schreibt, deine Hardware-Reviews sind einfach der Hammer. Echt krass, wie viel Mühe du dir gibst. Tolles Video, vielen Dank. Solche Kommentare gefallen mir doch, ne? Wenn die Leute halt einfach auch mal meine Sachen mögen und das einfach auch mal sagen, das gefällt mir. Peacemaker for real. Eine Stunde Review, seriously. Das ist immer so eine Sache, ne? Also da habe ich ja schon gelernt, man kann es den Leuten nie recht machen. Da habe ich mal ein Review gemacht, das war 10 Minuten, da haben die Leute gemeint, hä, wieso nur 10 Minuten? Mach doch mal eine Stunde Review. Habe ich eine Stunde Review gemacht, dann beschweren sie sich, warum es eine Stunde ist. Also ich habe mich von dem Gedanken verabschiedet, das jedem recht zu machen. Wenn du die Stunde Review nicht schauen willst, dann weiß ich nicht. Auf der anderen Seite, wenn ich mir eine VR-Brille kaufe, die 600 bis 1200 € kostet, weiß der Geier, dann bin ich durchaus bereit, eine Stunde Review dazu zu schauen. Der Peacemaker for Real schreibt auch, erst habe ich gedacht, du hättest die Haare dunkelblond gefärbt, dann sah ich aber die weißen Haare auf der Seite. Das ist aber, ihr seid ja schon teilweise echt fies. Kümmert euch doch nicht um meine Haare. Das seht ihr mal, wie hart mich dieses Reverb G2-Thema aufgeregt hat, dass ich schon graue Haare gekriegt habe. So sieht es nämlich aus. So, jetzt kommt das X-Tal-Review. Der Lowrider schreibt: Danke für das ausführliche Review. Für Piloten macht so ein Gerät total Sinn. So eine Pilotenausbildung kostet auch gerne mal 100.000 €. Von daher sind dann auch die 8.000 € für die Brille angemessen. Also, falls einige Piloten anwesend sind, sofort zugreifen. Ja, klar, die Brille ist natürlich sauteuer und die ist nur für spezielle Leute gedacht. Also, als normaler Zocker braucht ihr da nicht mit anfangen. Der Jamin schreibt: Beim Preis bin ich nicht nur vom Stuhl gefallen, sondern auch vom Balkon. Ich hoffe, du hast es überlebt, Jamin. Ich hoffe es. Der Moosfrau, krasser Name. Du siehst aus wie ein bekloppter Hammerhai. Made my day. Ja, keine Ahnung, das ist mir einfach so. Ich mache ja immer alles spontan. Und das ist mir halt gerade so dann eingefallen. Ne? Weil ich meine, du siehst auch aus wie ein bekloppter Hammerhai, wenn du dieses fette Ding vorm Gesicht hast, ja. Ja, jetzt kommt noch ein Video zu den, also so ein paar Kommentare zu den News. Der Eckhard Klatt, der schreibt, auf die RealMax Keyen freue ich mich. Ich habe da ein gutes Gefühl, hoffentlich, danke. Dein Gefühl, Entschuldigung, oh, dein Gefühl hat dich ein bisschen enttäuscht, glaube ich. Wenn wir sehen. Jetzt kommt eine RealMax Keyen. Das war, glaube ich, das Knallervideo letztes Jahr. Jetzt bin ich fertig, in Anführungszeichen. Versucht, das Video zu beenden, rannte dann nochmal zwei Runden weiter. Ich finde dich super. Mehr Authentizität bekommst du nur direkt bei Oma in der Keksdose. Wisst ihr, viele haben geschrieben, dass das made my day und das Video hat mir den Spaß, den Tag versüßt und war so lustig. Ich fand das so krass, diese Kommentare zu lesen, weil das sollte eigentlich gar nicht lustig gemeint sein. Das war einfach nur. Ich war einfach nur so schockiert von der RealMax Keyen, dass ich einfach gedacht habe, Alter, das kann doch nicht so ein Hardcore-Schrott sein. Der Stefan Walter schreibt, was ist eigentlich aus JawSim geworden? Das wolltest du doch mal testen. Ja, das ist dieses runde Ding, in dem man drin sitzt, so ein Motion Simulator. Den haben die mir immer noch versprochen. Die sagen irgendwie, es gibt da eine Verzögerung. Keine Ahnung, angeblich bin ich immer noch auf der Liste. Der Wood Ghost VR. Eines der witzigsten Videos, macht Laune. Das meine ich. Das meine ich. Die Leute fanden das Video lustig. Mach weiter so ehrliche Videos, schreibt der DZEFDTEDET. Ich denke schon, ne? Ich denke schon. Bei mir gibt es definitiv sehr, sehr ehrliche, wenn nicht die ehrlichsten Videos. Ich liebe es halt einfach,
auch manchmal ein bisschen Vollgas zu geben, ne? Weil ist mir halt auch gerade egal, ne? Wenn HP mir halt keine Brille mehr schickt, weil ich das schlecht bewertet habe, das juckt mich ja nicht, ne? Wie gesagt, ich mache das alles als Hobby. Ich kann mir die Brillen auch zur Not von meinem eigenen Gehalt leisten. Da muss ich halt von meinem privaten Zeug was dazu tun. Das geht zur Not auch. Ist absolut kein Problem. Aber naja, wär natürlich letztendlich für mich immer gut, wenn mein Hobby, also ich mache das ja als Hobby, wenn das irgendwie zumindest auf Null rauskäme, sodass ich keine Verluste dadurch habe. Im Moment ist es tatsächlich noch so ein bisschen so. Deswegen hoffe ich natürlich auf euren weiteren Support. Ab einem Dollar im Monat geht das. Auf Patreon oder YouTube-Kanalmitgliedschaft. Mind-Opener. Hey, wäre es möglich, deine Videos mit Abschnitten zu versehen? Das wäre viel einfacher, erst recht in einer Zeit, in der Leute eine Aufmerksamkeitsspanne von 30 Sekunden haben. Ich würde das gerne machen. Ich weiß, viele von euch wünschen sich das, nur da muss ich auch mal ganz ehrlich sein, ich hasse es. Ich hasse diese Arbeit. Diese genau die Stelle zu suchen, dann diese Nummer reinzuschreiben und da kriege ich das kalte Kotzen, wirklich. Muss ich ganz ehrlich sagen, das ist für mich das Ätzendste von allem. Und ich habe immer gesagt, ich will Spaß an diesem Job haben. Ne? Das Schneiden, das Aufnehmen, das Recherchieren, das ist alles geil. Aber Timestamps zu machen, da schwillt mir der Kamm. Tut mir so leid, Leute, ich kann das einfach nicht. Da gibt es aber einen Lieben aus der Community, der Hacker4748, der macht das immer. Der macht das immer bei solchen Videos. Und den findet ihr immer in den Kommentaren. Also der heißt Hacker4748. Der macht das zum Beispiel auch immer bei den News. Da bedanke ich mich sehr. Auch wieder Remax Keen, der Death Games schreibt: Ich wette, Pearl wird die Dinger verticken. Geil, oder? Ich glaube auch. Die Cruella SK schreibt, Preis 30 €. Hast leider den Untertitel vergessen, aber nachher war eh nur Ballen, also nicht so schlimm. Bei diesem Warhammer-Quest-Video. Tut mir leid, also manchmal vergesse ich das halt, die Untertitel anzumachen. Manchmal geht es aber auch einfach nicht während dem Spiel. Und weil ihr wisst ja, ich mache erst Englisch oder so und dann kann ich während dem Spiel nicht einfach switchen. Cyberpunk Warp X Video. Der Meister 886 schreibt, wäre da, Entschuldigung, wäre da, oh Gott, wäre da vorsichtig bei Programmen, die in eine Exe eingreifen, besteht immer die Gefahr, gebannt zu werden. Just say. Das ist richtig. Ihr müsst da ein bisschen aufpassen, wenn ihr Warp X benutzt, vor allem bei Multiplayer-Spielen. Also ich würde sowas wirklich nicht bei World of Warcraft benutzen oder bei Battlefield. Ne? Das kann als Hack gelten und das ist natürlich nicht so geil. Aber bei Cyberpunk, das ist ein Singleplayer-Spiel, ich glaube, das ist nicht so schlimm. The Swiss Guy, ach Mensch, dieses Thumbnail ist ja mal klasse. Und damit meint er das hier. Das ist auch wirklich eine Meisterleistung, muss ich ganz ehrlich sagen. Das hat mir so gut gefallen, auch dieses Bild. Und ihr habt gesehen, ich gebe mir jetzt ein bisschen mehr Mühe bei Thumbnails. Meli schreibt, ich liebe es, wie du immer hä sagst. Hä, hä, hä. Ist mir gar nicht aufgefallen. Sind doch jetzt schon. German is a, der Old Whale 401 sagt, German is a spooky language. Ja, das kann gut sein. Also Deutsch ist schon ein bisschen gruselig. Der Dämon schreibt, bei dem Kaufberatungsvideo, wobei man ja sagen muss, dass eine Rennsimulation von großem Field of View profitiert in Sachen Immersion als auch allgemeine Übersicht statt Tunnelblick. Also keine Ahnung, ich finde das Field of View, der Index schon Minimum eigentlich. Nun, das kann ich eigentlich auch so unterschreiben. Also ich finde auch, dass die Index ein gutes Field of View hat, aber weniger ist für mich schon nervig. Also mit der Quest 2 spiele ich halt wirklich auch nur, weil es da halt diese Standalone-Spiele gibt für unterwegs und so und um euch halt die Quest-Spiele zu zeigen. Aber am liebsten zocke ich tatsächlich mit der Index oder der Pimax. Shadow X sagt, danke, dass du nicht LCD-Display gesagt hast. Ja, das habe ich vor ein paar Jahren von euch, von der Community wirklich gelernt, weil die meisten Leute sagen wirklich auch, ich habe zum Beispiel auch Zeitschriften, ne, hier die GameStar oder so, da stand auch immer LCD-Display.
ein LCD-Display. Aber das ist ja nun mal falsch, weil LCD heißt ja schon Liquid Crystal Display. Und dann sagst du ja Liquid Crystal Display Display. Also, ist schon wahr, ja. Red Side schreibt, also dieses Jahr ist echt zum Kotzen mit der Verfügbarkeit. Damit meint er das Jahr 2020, das ist richtig. Also VR-Brillen waren überhaupt nicht verfügbar, das war wirklich zum Kotzen. Martin Eidlott schreibt, so hilfst du nicht, VR zu verbreiten, so zerstörst du VR. Aber ist halt meine Meinung, steht dir zu. Das habe ich, das, der Kommentar steht unter dem Video zu Medal of Honor, weil mir das Spiel nicht gefallen hat. Also ich glaube schon, dass die Leute auch negative Meinung von mir hören wollen. Klar kann ich natürlich immer nur alles zeigen, was geil ist. Nur einfach nur die Sachen, die geil sind. Aber ich glaube, das ist erstens nicht meine Art. Und zweitens wollen die Leute auch, dass ich sie zum Beispiel vor Schrottspielen warne. Medal of Honor ist jetzt kein Schrottspiel. Aber ich glaube, das war eher so allgemein von dir gemeint. Ich habe sogar damals eine Umfrage gemacht. Die Leute wollen, dass ich auch den Schrott teste, um die Leute halt vor dem Kauf zu bewahren. Tasmania schreibt, Voodoo, das Content-Monster. Danke, also ich versuche natürlich, euch viele Videos zu zeigen und ich werde natürlich auch im Jahr 2021 versuchen, so oft wie möglich Videos zu machen. Ich versuche es jeden Tag, aber immer wird das natürlich nicht möglich sein. Jungle, der Junge haut aber auch ein Video nach dem anderen raus. Also die Patreon-Mitgliedschaft ist gut angelegtes Geld. Erstmal vielen Dank für deinen Patreon-Support und ich hoffe natürlich, dass das für euch gut angelegtes Geld ist, weil wenn ihr mich nämlich unterstützt auf Patreon, dann oder hier auf der YouTube-Kanal-Mitgliedschaft, dann müsst ihr einfach hier auf Mitglied werden drücken. Da kriegt ihr nämlich hinter den Kulissen-Videos und eine Spezialrolle auf meinem Discord. Der Woodlos VR schreibt, der Hoodie sieht echt schick aus, werde ich mir wohl auch zulegen. Das ist dieser Hoodie, also der hat das gleiche Logo hier drauf und hinten drauf steht noch Virtual Reality. Unter dem Video findet ihr meinen Teespring Market Merchandise Store. Da könnt ihr euch zum Beispiel dieses T-Shirt holen oder Hoodies oder Strümpfe oder Tassen oder Kissen oder so. Fahnen mit voodoo.de könnt ihr gerne machen. Der Thomas schreibt zum Pimax 8KX Review. Thomas, jetzt ganz einfache Frage. Wenn es um das Gesamte geht, würdest du die 8KX oder die Index wählen? Ist die Bildqualität und Field of View um so viel besser, dass es sich die Bastelei lohnt im Vergleich zu der Index? Ja, also wenn ich jetzt mal nicht YouTube machen würde, sondern einfach mal überlege, ich habe privat nur eine VR-Brille, dann würde ich tatsächlich lieber die Pimax 8KX wählen, ja. Weil das Field of View ist nochmal ordentlich größer als bei der Index und die Bildqualität ist auch nochmal ordentlich besser als bei der Index. F.K. Muss Voodoo leider zustimmen wegen kleinem Field of View bei der G2. Meine Erwartungen wurden nicht erfüllt. Werde mal ein anderes Facecover testen. Ohne Facecover ist das Field of View akzeptabel, aber unspielbar? Akzeptabel, aber unspielbar schließt sich irgendwie aus, oder? Naja, das hat er unter das Pimax 8KX Video geschrieben. Wie gesagt, ich habe ein Video gemacht, wo ich dieses 3D-Druck-Mod vorstelle für die HB Reverb G2. Der Docs Outer Time TV schreibt, sonst machst du ja sehr gute Videos, aber mit dem Preis zum Ende hast du vergessen, dass da noch Versandkosten und Einfuhrumsatzsteuer draufkommt plus FedEx-Gebühren. Da kostet die 8KX allein schon 1520 Euro, bis die bei dir ist. Das ist richtig. An der Stelle möchte ich mich dafür auch entschuldigen. Ich habe einfach ganz einfach damals bei dem Review immer noch gedacht, dass Pimax das so wie vorher aus Europa schickt, ja. Die hatten nämlich mal ein Lager in Europa und mir haben die immer noch erzählt, die schicken das aus Europa, ja. Offensichtlich war das eine Lüge und es wird nicht aus Europa geschickt. Das heißt, der Docs Outer Time TV hat recht, auf den Preis von Pimax kommt immer auch noch Einfuhrumsatzsteuer und Versandkosten drauf. Das Video mit den Sneakerschuhen, der Dennis Tax schreibt, die Schuhe könnte man auch für zum Beispiel Betrug benutzen. Man legt 4 Musik da rein mit unterschiedlichen Bass an. Ab zum Jauch zu Wer wird Millionär, Rest könnt ihr euch denken.
Interessant, ne? Das ist schon interessant. Ja. Auf was für Ideen die Leute kommen. Du kannst mit den Schuhen wirklich mogeln. Naja, nee, mal im Ernst, wenn die Schuhe beim Laufen im Spiel die Bodenoberfläche simulieren würden mit verschiedenen Haptiken, aber so hast du recht, ist für einen Schuh mit Subwoofer zu teuer. Wie ausgereift sind die Cyber-Shoes 3D Rudder, Ecto One und so weiter? Also ehrlich gesagt, das hat mich alles nicht so vom Hocker gehauen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber da kannst du dir die einzelnen Reviews anschauen. Popcorn Pet schreibt, ganz deiner Meinung, finde, das macht keinen Sinn. Vor allem bin ich froh, zu Hause keine Schuhe tragen zu müssen. Das ist wohl wahr. Jetzt kommt das Quest 2 Video, 7 Wochen Erfahrung. Walnussbär schreibt, weißt du, warum es die Oculus Quest noch nicht in Deutschland gibt? Ja, weil Facebook ziemlich viel Ärger hat mit Deutschland wegen dem Facebook-Zwang. Du musst ja für die Oculus Quest 2 musst du einen Facebook-Account haben und das gefällt Germany nicht. Deswegen verklagen die die. Deswegen gibt es die Quest 2 nicht in Deutschland. Und auch sonst keine Oculus-Produkte mehr. Der Jochen Stark schreibt, wollte gerade eine Quest 2 bestellen. Es gibt aber nur noch die mit dem großen Speicher. Sowohl in Frankreich als auch in Italien. Haben die Lieferschwierigkeiten für die 64 GB-Variante? Wo kriege ich die jetzt her? Ist der Release für Deutschland schon bekannt? Nein, der Release für Deutschland ist nicht bekannt. Und du musst leider noch mal schauen auf Frankreich. In Frankreich, da müssen. Es ist oft so, dass die ausverkauft ist, aber guck öfter mal rein. Die gibt es auch oft wieder. Batman and Me schreibt, kann man die Quest 2 ohne Facebook-Account bzw. ohne Oculus-Account nur mit Steam betreiben? Nein, das geht nicht. Der Topaz schreibt, du gibst ja wieder richtig Gas. Jeden Tag ein neues Video. Ja, ich gebe Gas im Moment tatsächlich. Ja, ich will, dass das jetzt hier mal zack, zack, vorwärts geht. Der Peter Danziger schreibt, einen zentralen Punkt hast du meiner Meinung nach noch vergessen. Die Quest ist die einzig bezahlbare Brille, mit der man alles völlig kabellos spielen kann. Virtual Desktop. Ich will mir gar nicht mehr vorstellen, wie es war, Alex mit Kabel zu spielen. Da hast du recht. Ja, das habe ich im Video tatsächlich nicht gezeigt, dass man das auch schnurlos streamen kann mit Virtual Desktop. Das ist keine offizielle Lösung. Deswegen habe ich das nicht erwähnt. Weißt du, ich bin eher so der Fan von Standards. Ich teste auch nicht so gerne in einem Review irgendwelche Mods, ja. Das mache ich dann als separates Video lieber, weil ich muss die Brille halt nur mal so testen, wie sie standardmäßig gedacht ist. Ja, und dazu gehört halt die Standalone-Variante ohne Kabel für die Standalone-Spiele von der Quest und halt Oculus Link mit Kabel. Hardstyle, erstmal ein geiler Name, gefällt mir. Ich hoffe, bald können wir alle wieder auf Nature One gehen. Der schreibt zu dem Ninja Legends Video: Hey Voodoo, ich wollte fragen, ob du noch mal ein Video über die Catwalk C machen könntest. Die ist ja jetzt seit längerem schon verfügbar für $1.500 und wollte auch einfach so noch mal deine Meinung hören. Vielen Dank im Voraus, würde mich über eine Antwort freuen. Ich habe das Ding nicht, ich krieg's vielleicht. Ich krieg's vielleicht. Schauen wir mal. Dieser Shopping-Trip, dieses Suchspiel, da hat der Wolfgang geschrieben, Puppenhaus für Männer. Das ist geil. Der Kommentar hat mir wirklich geil, gut gefallen. Und weil es halt wirklich VR, ne? Und trotzdem ist es ja wie ein Puppenhaus und finde ich einen tollen Kommentar. Der Lolox schreibt, mir ist Alyx zu gruselig. Ich kann das nicht ab. Ich finde Half-Life Alyx gar nicht so gruselig, ehrlich gesagt. Ein paar Szenen. Aber wenn du mal ein gruseliges Spiel suchst, dann zock mal Paranormal Activity The Lost Soul. Rainer Deiner, wie zur Hölle hast du so viele Sponsoren bekommen? Und hast du die ganzen Brillen eigentlich aus eigener Tasche bezahlt? Naja, wenn man halt Gas gibt, wenn man einen guten Kanal macht, wenn man gute Arbeit leistet, dann sind natürlich auch einige Leute bereit, mich zu sponsoren, ne? Und denen bin ich auch sehr, sehr, sehr dankbar. Und das gefällt mir auch sehr, sehr gut. Ich habe nicht alle Brillen aus eigener Tasche bezahlt.
Zum Beispiel von den Pimax-Brillen habe ich die meisten nicht bezahlt. Einige habe ich bezahlt, einige nicht. Den Rest, HP Reverb G2 habe ich auch bezahlt. Weil die haben mir zwar eine geschickt, aber die musste ich wieder zurückschicken. Und dann habe ich mir halt noch eine eigene gekauft. Ich sage mal, ungefähr 80% der Brillen kaufe ich selber, ja. Ungefähr 80%. Das ist zum Beispiel so ein Kommentar vom Hacker 4748. Das hat er zu den News geschrieben. Da bin ich ihm auch sehr, sehr dankbar. Er macht dann immer schön die Timestamps hier. Also den, wenn ihr zum Beispiel, oder er verlinkt auch immer direkt die englische Version von meinem Video. Das ist super. Da klickt ihr einfach drauf und dann geht es direkt auf dem englischen Kanal weiter. Super. Vielen, vielen Dank an den Hacker 4748. So, Nara schreibt, in VR ist Corona nicht ansteckend. Dank VR ist es dieses Jahr überhaupt noch möglich, Party zu machen, gerade zu Silvester. Mich wundert geradezu, dass das nicht ein viel größeres Thema ist und man schon ein wenig suchen muss, um auf Discord-Servern fündig zu werden. Finde ich auch, ne? Also ich habe auch gedacht, dass VR noch krasser gepusht wird dadurch. Aber naja, Discord-Server findet ihr übrigens unter diesem Video, ja. Das ist der größte, mit Abstand größte deutschsprachige VR-Discord, den habe ich vor einiger Zeit ins Leben gerufen. Der nennt sich Deutsche VR-Gemeinde. Findet ihr unter dem Video. Ich muss mal kurz was trinken. Ganz schön krass, so lange zu reden. Jetzt kommt Flugsimulator. Der Lorio1008 schreibt, wie Voodoo einfach alle guten Kommentare ein Herz gibt und nicht antworten. Wie du siehst, antworte ich da drauf. Aber ich kann euch garantieren, Leute, ich kann, es ist unmöglich, dass ich alle Kommentare beantworte. Das sind mittlerweile so viele. Weil, wisst ihr, ich habe einen Vollzeitjob, der geht 8,5 bis 9 Stunden am Tag. Und in der Zeit kann ich mit YouTube nichts machen. Und danach mache ich erst YouTube. Das heißt, die ganzen Videos recherchieren, aufnehmen, schneiden, vorbereiten, Thumbnails. Und dann habe ich auch noch so ein bisschen Privatleben. Und dann muss ich auch noch ein bisschen schlafen. Und ich schaffe es einfach unmöglich, auf alle Kommentare zu antworten. Aber ich kann euch garantieren, dass ich alle Kommentare zumindest lese. Ja? Und deswegen seht ihr auch immer das Herz. Das Herz ist für mich so eine Markierung, quasi, dass ich den Kommentar gelesen habe. Ne? Und allerdings, wenn es irgendeinen fiesen Kommentar gibt von euch, den like ich natürlich nicht, wenn das mir überhaupt nicht gefällt. Arma Uploads. Voodoo, du brauchst vielleicht doch mal einen normale Leute-Rechner als Zweit- und Testrechner. Die wenigsten haben eine RTX 3090 verbaut. Aber natürlich möchte man doch gerne ungefähr wissen, wie die VR-Titel jeweils auf dem eigenen System laufen würden. Also ich kann natürlich nicht ganz viele Testsysteme vorhalten. Mein oberstes Ziel, was ich mit diesem Kanal erreichen will und auch mit eurem Support auf Patreon und so, ist, dass ich irgendwann ein sogenanntes Testlabor habe. Dafür brauche ich aber wesentlich mehr Unterstützung, weil dann würde ich nämlich noch ein zusätzliches Studio mieten mit einem Testlabor, wo ich ungefähr 10 verschiedene Konfigurationen habe, die alle schön sortiert sind, die immer aktuell gehalten werden, die ich dann nach und nach mit den VR-Brillen teste. Aber da, also beim besten Willen reicht da die Kohle nicht für. Da brauche ich mehr Support von euch. Ich habe mir allerdings jetzt einen Laptop gegönnt, damit ich tatsächlich auch sowas, was du jetzt hier empfiehlst, testen kann. Das ist ein, ich glaube, ein Asus-Laptop mit einer RTX 2070 Super. Ne, da werde ich in Zukunft auch ein paar Tests drauf machen. Der Blackbird schreibt auch zu dem Flugsimulator-Video noch: Voodoo, du bist echt der schrecklichste Pilot, den ich je erlebt habe. Gut, dass ich nicht in echt mit dir fliegen muss. Mann, Mann, Mann. Quacks, der Bruchpilot oder wie war? Ja, ich tut mir leid. Ich bin halt nicht so der Pro-Gamer. Oh Mann, oh Mann. Der PCB-Assi schreibt: Wenn du weiter wie ein Flughörnchen auf Speed fliegst, bist du deine Lizenz bald wieder los. Ich sehe schon, euch gefallen meine Flugkünste nicht. Das ist aber echt unglaublich. Der Hermut Felgenhauer schreibt, du magst von VR sehr viel Ahnung haben, aber vom Flugsimulator hast du keinen blassen.
Das ist richtig. Da habe ich keinen blassen Schimmer von. Nicht den Funken vom Hauch einer Ahnung habe ich davon. Aber deine Videos sind sehr interessant. Ich fliege seit über 20 Jahren MS-Flugsimulator. Darum interessiere ich mich jetzt natürlich auch für diese für mich neue Technik und ihre Möglichkeiten. Mach weiter so, hab dich abonniert. Vielen Dank, vielen Dank. Der Gero schreibt, hast du schon was von der DK Gear VR-Brille gehört, die bald rauskommen soll? Die soll ja übertrieben gut sein für nur 450 Euro. So, als erstes mal, die DK Gear kommt jetzt irgendwann raus, 2021. Der Chef von DK Gear hat mir versprochen, das habe ich sogar schriftlich, dass ich eine Brille zum Testen bekomme, eine DK Gear. Und deswegen wird es auch ein Review geben auf meinem Kanal. Ich hoffe, dass ihr alle aus der HP Reverb G2 Nummer gelernt habt, dass ihr euch nicht immer übertrieben hypen lassen solltet. Ja? Da ist jetzt schon wieder der übelste Hype wegen dieser DK Gear VR Brille. Also ich persönlich werfe da keine Kohlen mehr ins Feuer von dem Hype-Train. Weil wir haben, glaube ich, alle aus dem HP Reverb G2 Hype gelernt, dass das für die Katz war, ja, also dass wir uns nicht hypen lassen sollten. Und deswegen seid bitte vorsichtig mit der DK Gear VR Brille. Wenn ihr geduldig seid, ja, wenn ihr geduldig seid, wartet bitte mein Review ab, ja, und dann seht ihr schon, ob das Ding geil ist oder nicht. Und ich garantiere euch, bei allem, was mir heilig ist, dass ich immer meine absolut brutale, ehrliche Meinung zu allem Spiele und Hardware sagen werde. Also wartet auf mein Review und lasst euch bitte nicht unnötig hypen. Vielen Dank. So, Panoptik. Ja, das Spiel habe ich zusammengezockt mit einer netten Dame und hier bei mir zu Hause, und der Tasmanier schreibt, Voodoo hat eine Assistentin. Ja, hat er, und diese Assistentin wird mir wohl auch in Zukunft öfter mal behilflich sein. Und der Tom Schlave schreibt, wer ist die Frau, mit der du spielst? Ja, meine Assistentin. Meine Assistentin. Die hilft mir jetzt immer dabei. Die hat auch zum Beispiel ganz viele Ideen zu den Thumbnails oder zu allen möglichen Videos, die ich machen kann. Es ist immer schön, dass man eine Hilfe jetzt hat, ja. Und da bin ich ihr auch sehr, sehr dankbar, dass sie mir da so sehr mithilft, dass sie auch zusammen mit mir Multiplayer-Spiele hier Local Co-op zockt und alles. Das ist super. Ne? Also ihr werdet sie sicherlich auch in Zukunft des Öfteren mal in meinen Videos sehen. Ziffi zockt. Schreibt zu dem Index oder Steam Erfahrungsbericht. Der Austausch meines linken Controllers lief genauso. Bisher nur gute Erfahrungen mit dem Steam Support gemacht, egal ob Rückgabe von Spielen oder Umtausch, Austausch von Geräten. Die sind sehr kulant, schnell und hilfsbereit. Bisher auf jeden Fall. Interessanterweise fängt mein linker Lautsprecher an, auch an zu knarren. Wird wohl bald Zeit, die anzuschreiben. Erstmal an den Ziffi, vielen Dank für die Moderation auf meinem Discord-Kanal, auch dem Firen und der Niki natürlich und dem Liebesritter. Vielen Dank, dass ihr den VR-Discord mit mir moderiert. Ja, der Ziffi hat die gleichen Erfahrungen mit dem Steam-Support, der ist wirklich gut. Der Michael Gutwald Magic Gude, ich hoffe, das wird so ausgesprochen, zwei linke Controller getauscht, waren nach 3 Tagen da. Valve for President. Sieht gut aus. Der Leon Mann, könntest du mal ein Video machen mit deinen Top 20 VR-Games? Habe ich vor kurzem, habe ich. Und zwar sind das sogar mehr als die Top 20. Also wirklich alle Spiele, die ich insgesamt empfehle. Und dieses Video findet ihr auch, die besten Virtual Reality Games auf meinem Kanal. Der Lavandro Elf King schreibt, welche VR-Brille schlägst du vor, wenn man Newcomer ist? Ganz, ganz, ganz klar die Oculus Quest 2. Aber sei dir bewusst, dass du dann einen Facebook-Account zwingend brauchst. Du brauchst einen Facebook-Account. Ob du jetzt einen aktiven Account hast oder weiß der Geier was für einen Account, ist völlig wurscht. Du musst auf Facebook nicht aktiv sein, bin ich auch nicht. Und dann kannst du das trotzdem benutzen. Aber das sei immer gesagt, du wirst gezwungen, Facebook zu nutzen. Trotzdem ist die Oculus Quest 2 eine sehr gute VR-Brille.
From Imo, der schreibt zum Pimax 5K, super Review, super Video, aber ich sehe schon, du hast keinen Platz mehr für die vielen Pimaxe und ich, ja, ich würde dir gerne ein oder zwei zum Aufbewahren abnehmen. Ja, das würde ich tun, da bin ich Kumpel wie Sau. Das ist wirklich sehr nett von dir, dass du meine VR-Brillen zum Lagern aufnimmst. Aber ich glaube, die behalte ich bei mir zu Hause. Der Avatar schreibt, du könntest mal alle Brillen, die du hast, zerlegen und jeweils aus den besten Teilen eine Voodoo-VR-Brille bauen. Das ist geil. Das ist richtig geil. Das wäre dann so eine Brille mit 210 Grad Field of View, riesigem Sweet Spot, 2x4K Auflösung, verstellbaren IPD und auch Augenabstand zur Linse, super Headstrap, die Valve Index Sound, tolles Mikrofon, Dann die optionale Möglichkeit, Wireless drauf zu machen. Da hätte ich schon Ideen. Die kostet dann aber auch 10.000 Euro, die Brille. Labedudel. Geiler Name. Wie viele Brillen von Pimax gibt es denn? Wie wäre es mal mit einer, die gut ist? Es gibt, ich weiß nicht wie viele, bestimmt schon 10 oder so. Und es gibt tatsächlich welche, die gut ist. Zum Beispiel die Pimax 8KX finde ich sehr, sehr gut. Der Manu Antaren VR. Für das, dass einige YouTuber die PSVR schon begraben haben, ist sie aber noch recht oft vertreten. Das hat er zu dem Video mit den kommenden VR-Spielen 2021. Also ich bin mir jetzt nicht sicher, welche YouTuber die PSVR begraben. Ich auf jeden Fall nicht. Wenn es neue Spiele dafür gibt, werde ich natürlich weiterhin auf der PlayStation VR zocken. Kershi21. Kannst du vielleicht mal ein Video machen, auf welchen zukünftigen VR-Brillen wir uns freuen können? Beziehungsweise wie es nach deiner Einschätzung mit VR weitergeht? Also da gibt es keinen Grund, ein extra Video zu machen. So viele gibt es da gar nicht, die jetzt kommen. Ne? Es gibt natürlich überall Patente, aber die sind natürlich alle nicht spruchreif. Also da kannst du natürlich, ich könnte jetzt die Deka-Gear nennen oder so, aber das lohnt sich halt einfach nicht. Wie es mit VR weitergeht, günstiger, leichter, höhere Auflösung, bequemer. Alles besser halt, hoffentlich. Azenari schreibt wieder, stehe leider nicht auf Horrorspiele, aber tolles Video. Danke, danke. Dann zu dem Newsvideo, zum letzten Newsvideo. Der Petsy schreibt, Mist, habe den Konzert verpasst. Vielen Dank für deine Mühe trotz Fulltime-Job. Frohes neues Jahr und gesund bleiben. Ich wünsche euch erstmal natürlich allen frohes neues Jahr und bleibt immer gesund. Hoffen wir alle, dass der Corona-Mist irgendwie jetzt eingedämmt bleibt. Das VR-Konzert habe ich leider natürlich auch verpasst. Da hatte ich leider keine Zeit für, aber so ist es nun mal. Nara schreibt, ich habe das VR-Konzert zufällig in VR-Chat gesehen, bin reingegangen und boom, das war wirklich geil. Eine voll geniale Optik und Notre Dame als Location war ein schöner Ort. Es ist anders als ein Live-Konzert, aber nicht schlechter. Die Stimmung war jedenfalls echt gut und es waren auch ja so um 40 Leute pro Instanz drin, die gut abgingen. Ich wünsche mir viel mehr davon, das wäre durchaus auch Eintritt wert gewesen. Seht ihr mal, wie cool die Leute auch teilweise VR-Konzerte finden. Das war's. Das war's. Das war der letzte Kommentar, Leute. Wir haben jetzt fast eine Stunde. Meine Stimme ist auch schon fast weg. Jetzt ist natürlich die Frage, wie gefällt euch das? Wie gefällt euch das, dass ihr jetzt da mit euren Kommentaren im Vordergrund steht? Ist das für euch cool oder ist das für euch langweilig? Mir macht es tatsächlich Spaß. Ja, also da kann ich wirklich auch mal sprachlich drauf eingehen, nicht immer schriftlich. Wie oft ich das mache, ist noch fraglich. Ich schaue jetzt erstmal, wie gut das ankommt, wie viele Likes und so das bekommt, wie viele Aufrufe das bekommt. Und davon mache ich abhängig, ob ich dieses Format weiterführe oder ob ich es eben nicht weiterführe. Gerne schreibt mir eure Meinung dazu in die Kommentare. Vielleicht habt ihr zu diesem Format auch Verbesserungsvorschläge. Ne? Das wäre natürlich auch super. Und am meisten würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr mich supportet. Ab einem Dollar auf Patreon oder hier der YouTube-Kanalmitgliedschaft. Wie gesagt, da könnt ihr hinter den Kulissen Videos finden und eine Spezialrolle auf meinem Discord. Vielen Dank, Leute, fürs Zuschauen und wir sehen uns beim nächsten Mal in der virtuellen Realität. Haut rein. Ciao. Voodoo.de